Gentlemen, hallo und allerherzlichst willkommen zurück zu einer neuen gemütlichen Runde von Let's Play Anno 1404. Wir sind zurück in unserer wunderschönen kleinen Stadt in der Folge 11 mittlerweile. Es ist mittlerweile sogar Februar, wenn ich das jetzt hier nicht völlig verwerfe in meiner Organisation. Wir haben ein bisschen Geld im Plus momentan, 19 Golden, Goldmünzen, Goldunen, Gulden, ich hab keine Ahnung, Goldmünzen, ne? Ja, genau. Ein wenig im Plus sind wir. Wir haben über noch 30.000 Goldmünzen im Plus und hier fahren mittlerweile ganz schön faszinierende Schiffe durch die Gegend und wir wollen da natürlich irgendwann mal ein Teil von sein. Unsere liebe Neptun, die fährt gerade zurück zum Hafen, weil die nichts mehr zu tun hat. Ich glaube, ein gutes Geschäft. Jawohl, das finde ich auch. Und wie wir sehen, hier ist eigentlich alles recht friedlich unterwegs. Wir haben in unserem diplomatischen Zustand momentan zwei Bündnisverträge mit Sir Gavin Langton und unserem Willem van der Mark. Die Helena Floris. Kann ich dir helfen? Die wollte noch nicht so ganz. Und momentan sieht es eher schlecht aus. Also können wir da auch gar nicht so besonders viel für oder gegen machen. In der letzten Folge haben wir so gut wie die gesamte Karte erforscht. Dadurch, dass wir die Bündnisverträge haben, gibt es nur noch hier und hier. Naja, so zwei kleine Orte. Vielleicht hier unten noch, genau. Irgendetwas, wo man vielleicht noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, nachbessern könnte. Aber momentan sehe ich, wie gesagt, momentan überhaupt gar keinen Grund, dass wir da uns jetzt erstmal auf die Suche machen. Wichtig ist erstmal, und ich glaube, das hatten wir zum Ende der letzten Folge auch hinbekommen. Ihr merkt, die letzte Aufnahmesession ist so ein bisschen her. Wir hatten erstmal geguckt, dass hier alles zuverlässig funktioniert. Bier und Brot und auch die Lederwämser sind in jeglicher Form vorhanden. Auch die Leinenkutten sind da. Das heißt für uns, eigentlich ist erstmal alles im grünen Bereich. Genau, Indigo gibt es. Wir dürften also momentan unserer Bücherproduktion einen recht akzeptablen Zustand erwirtschaftet haben. Jetzt gleich kommt erstmal wieder, dass wir wirklich was gekauft haben. Du bist ein Schatz. Ja, genau. Dankeschön. Bitte doch. Schauen wir mal ganz kurz. Also wir haben hier das oben... Das Gewitter hat sich gelegt. Ja, wir haben hier oben ja unsere Papiermenge, die momentan produziert wird durch unsere Papiermühle. Und wir sollten jetzt hier unten mal gerade schauen, haben wir denn mittlerweile eigentlich alles da? Wir haben Papier und wir haben Indigo, das heißt theoretisch sollten wir in der Lage sein, uns tatsächlich eine Druckerei herstellen zu können, beziehungsweise irgendwo hinsetzen zu können. Die große Frage ist natürlich wieder, wo setzt man sowas hin? Naja, die Druckerei, die ist ja jetzt nun nicht wirklich nichts hässliches oder kein fürchterlich hässliches Gebäude. Die können wir ja eigentlich problemlos irgendwo mitten in die Innenstadt reinsetzen. Das sollte ja eigentlich gar nicht stören. Allerdings weiß ich auch hier gerade noch nicht so ganz, wo das denn sinnvoll wäre. Naja, ich setze sie erstmal wieder hier oben irgendwo mit bei, was soll's. Die können sich ja dann erstmal darum kümmern, Indigo und Papier. Und damit sollte unser Luxusbedürfnis nach Besitz erfüllt werden. Und wenn wir hier unten diesen Jungs und Mädels hier die Möglichkeit besser geben, aufzustiegen... Besser als in irgendeinem Provinznest ist es in eurer Stadt allemal. Well, schauen wir mal ganz kurz. Wir sollten damit auch hier unten natürlich nicht vergessen, dass wir hier unten auch noch ein paar Leute haben, die aufsteigen wollen. Wir haben einmal den Bedarf nach Glaube. Das heißt, wir werden noch eine Moschee errichten und auch einmal Teppiche. Für Teppiche, die Teppichknüpferei, hier vorne wird irgendwas produziert. Leinen, ja, momentan allerdings ist dieses Markthaupthaus anscheinend wegen Überfüllung geschlossen. Wir könnten ja zumindest mal ein bisschen nachhelfen. Schauen wir mal ganz kurz rein. Was haben wir hier für Indigo? Wir haben Mosaik ohne Ende. Eigentlich haben wir alles randvoll hier oben. Es ist echt eine Katastrophe. Meine Güte, ey, wir müssen echt mal dringend hier irgendwas auf den Verkauf auch setzen. Allerdings wollte ich mal gerade schauen, ob wir nicht eventuellerweise eine Moschee setzen könnten. Macht euch diese Baupläne zum Geschenk. Können eine Moschee setzen. Das ist ausgezeichnet. Ich würde da gerade tatsächlich mal so weit gehen und gucken, ob ich nicht hier vorne diese Gebäude ein bisschen... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, ob ich da nicht ein bisschen was rekonstruieren könnte. Die Ziegenfarm, die hier vorne sitzt... Ach, wisst ihr was? Komm, ganz ehrlich, wir machen das jetzt einfach mal. Wir reißen jetzt hier mit diese drei Häuser ab und setzen dafür stattdessen einmal das hier hin. Damit haben wir den Fortschritt nach Glauben, sollten wir damit eigentlich erledigt haben, ne? Das sollte also da tatsächlich kein Problem sein. Wir müssen selbstverständlich hier noch ein paar Wohnhäuser wieder beisetzen und einmal hier vorne diese Ziegenfarm um ein paar Millimeter versetzen. Das sollte eigentlich kein Thema sein. Ich schau mal ganz kurz, dass wir das hinbekommen. Wo war denn die Ziegenfarm jetzt nochmal bei? Da, Ziegenfarm. So, du kommst mal erstmal nach hier. Das sollte kein Thema sein. Also dahin, dann können wir mal gucken, dass wir dir deine drei Felder eine Produktion irgendwo kommt zum hinsetzen. Da.
Und dann sollten wir das Ganze hier noch irgendwie anschließen. Und dann käme diese Ziegenplantage hier vorne weg. Wir können hier vorne den Weg auch wegmachen. Und dann können wir hier die kleine Noria entsorgen. Und dann müssten wir noch ein paar Nomadenhütten hier hinsetzen. Und dann haben wir, glaube ich, einen sehr akzeptablen Zustand hier unten auf dieser Insel auch. Und natürlich werden wir jetzt hier vorne natürlich einmal den Weg hersetzen müssen. Das ist ja ganz klar, hier vorne auch. Und dann wollen wir natürlich noch ein paar mehr Nomadenhütten hier vorne pflanzen. Da, wo noch Platz ist, können wir ja auch noch ruhig welche beisetzen. Das stört ja eigentlich nicht. Du solltest da vorne drüber zumindest angeschlossen werden. Und ich würde behaupten, damit haben wir denen jetzt schon mal den Bedürfnis nach Glauben befriedigt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diese Teppichknüpferei hinkriegen. Die braucht Seide und Indigo. Und Indigo haben wir und Seide haben wir auch. Das heißt, ich sehe da die positionelle Chance, dass hier eventuellerweise irgendwann irgendetwas passiert. Schauen wir mal gerade. Hoppala, das wollte wieder weg. Ja, wir haben auf jeden Fall Indigo und wir haben auf jeden Fall ohne Ende Seide. Das heißt, Teppiche werden jetzt hergestellt und wenn die Teppiche tatsächlich hier sind, können wir natürlich zwei Dinge machen. Wir können natürlich einmal hier Teppiche verkaufen, ganz klare Sache. Allerdings müssen wir zuvor wir müssen so viel tun. Wir müssen hier vorne natürlich logischerweise einmal diese kleinen Lagerhäuser noch beibauen, weil es aus meiner Sicht doch einen gewissen Bedarf in ihrer Siedlung gibt. Fehlt es an Gemeinschaft. Zugang zum Bazar? Wer braucht denn hier noch Zugang zum Bazar? Die haben doch alle Zugang zum Bazar. Wer hat keinen? Ach du, du hast keinen. Ja, dich habe ich ja völlig übersehen. Keine Sorge, du hast Zugang zum Bazar. Alles wunderbar. Ich habe jetzt, wie gesagt, gerade mal ganz kurz dafür gesorgt, dass wir erst ab einer gewissen Menge Teppich hier verkaufen können. Eine gewisse Menge an Seide können wir verkaufen. Wir können Gewürze ab einem gewissen Standort tatsächlich auch hier verkaufen. Und wir können auch Indigo verkaufen. Wobei Gewürze, ehrlich gesagt, die verkaufen wir auf der anderen Insel schon. Dann können wir hier genauso gut problemlos den Mosaik verkaufen. Und damit haben wir dann auf jeden Fall schon mal eine neue Einnahmequelle aufgetan. Wie gesagt, wie sieht es denn aus mit uns hier mittlerweile? Das Bedürfnis nach Büchern, Lager ist auf jeden Fall gefüllt. Das heißt, aus meiner Sicht sollte das tatsächlich problemlos möglich sein, jetzt in naher Zukunft diese Jungs hier aufsteigen zu lassen. Ich warte jetzt natürlich noch darauf, dass ein paar Bücher hier noch zusätzlich dazukommen. Aber das sollte danach auch kein Problem mehr sein. Wir haben danach, ohne es für möglich zu halten, wir haben danach tatsächlich problemlos Adlige erreicht in der Folge 11. Finde ich schön. Gerade kommt erstmal wieder ein Verkauf zustande. Das wenn ich es auch weiter gut. Nichts ist, womit sehr ich schön. Bin. Nochmal 1300. Wir müssen echt mal gucken, was wir denn hier noch im Lager haben, was wir dann sinnvoller verkaufen könnten. Also ich bin der Meinung, wir sollten eventuell bestimmte Dinge hier rausnehmen. Andererseits, ich weiß gar nicht, was lohnt sich denn momentan so im Verkauf? Nomadenware? Wir könnten Papier verkaufen, klar, logisch, aber wir könnten auch einfach noch eine Bücherei, ich schon wieder. Wir könnten natürlich problemlos noch eine Druckerei irgendwo hinsetzen und einfach mal ein paar mehr Bücher transportieren. Ich habe aber so das Gefühl, dass wir hier ein bisschen in einen logistischen Albtraum segeln, langsam aber sicher. Wir müssen echt mal gucken, dass wir das alles möglichst noch beieinander halten. Was wäre sinnvoll? Das ist die große Frage. Ich würde mal sagen, das hier ist erstmal sinnvoll. Die Bücherei kommt erstmal dahin. Bücherei. Ich werde es heute nicht anders hinkriegen. Es tut mir leid. Schiff auf Transportroute. Die Pelikan transportiert 30.000 Tonnen Plörre durch die Gegend. Und hier wartet unser nächstes Schiff auf Transportroute. Wir haben, glaube ich, langsam doch ein bisschen Stau hier auf unserer Schiffsebene. So, wer von den Bauern möchte denn noch aufsteigen und wen möchte ich denn aufsteigen lassen? Da hier ja alles doch mittlerweile ziemlich voll wird. Nicht mehr lang und ich kann mir diesen Acker kaufen. Das können wir doch mal hochbuchen und wir könnten dann einmal die Bauern wieder auf ein normales Niveau setzen und natürlich euch einmal glücklicher machen, weil ihr sollt ja einziehen. Dass wir dann auch entsprechend genügend Leute in der Stadt haben. Es wohnen momentan 573 von 585 Bewohnern dieser Stufe hier. Will ich Adelige haben? Adelige haben immer so ein bisschen das Problem, dass sie natürlich Etepetete sind. Und das bedeutet, dass sie uns natürlich im langen Schlagen natürlich irgendwann Probleme machen könnten. Gucken wir mal. Also was ich jetzt erstmal machen werde, ist unsere beiden Holzfäller, die wir da unten haben, einmal neu trassieren. Das heißt, die kommen einmal da runter. Und dann werden wir natürlich hier vorne an dieser Stelle die Holzfäller wegmachen. Jetzt warte ich mal ganz kurz, bis er hier vorne ebenfalls entleert worden ist. Das sollte kein Thema sein. Genau, weg damit. Und dann kommt hier vorne natürlich auch der Weg wieder weg, wenn er hier vorne angekommen ist im Markthaupthaus. Ich will ja nicht irgendwas verschwenden hier gerade. Mein Ziel ist natürlich, dass wir hier diese Stadt hier vorne in dieser Ecke noch ein bisschen erweitern können. Der Steinbruch
Ja, theoretisch bräuchten wir natürlich Stein ohne Ende in Zukunft, aber wir haben ja hier vorne noch einen Steinbruch, der läuft. Also momentan, jo, ist dann halt mal jetzt geschenkt, dass der Steinbruch hier außer Betrieb geht. Mein Ziel ist eigentlich jetzt, wie gesagt, zu gucken, dass wir hier entsprechend zwei Dinge machen. Wir müssen einmal gucken, dass das hier vom Abstand reicht. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen neuen Marktplatz. Ich möchte halt eben zusehen, dass wir ein bisschen mehr in Richtung Steuergeld gehen, dass wir da nicht ganz völlig pleite sind in Zukunft. Marktplatztechnisch, ja, hier eine Stadtmauer reinzuziehen, ist tatsächlich ohnehin schon jetzt so gut wie unmöglich. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher drüber nachdenken sollen. Wir müssen unser Kontor irgendwann einfach versetzen und dann müssten wir das hier vorne herziehen. Das heißt, wir gucken mal, dass wir hier unten in dieser Ecke noch einen Marktplatz hinkriegen und ein Markthaupthaus. Das heißt für mich, ich werde mal diese beiden Bauern hier vorne abreißen. So, setzen wir das mal nach dort und dann können wir hier vorne erstmal den Weg nach da und da verlängern. Und dann können wir erstmal gucken, dass wir hier einen Marktplatz reinbekommen. Die Frage ist, welche Stelle wäre dafür geeignet? Also aus meiner Sicht ist das ganz klar diese Stelle hier. Dann hätten wir nämlich jetzt hier einen solchen etwas engeren Weg. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja gut, die Seilerei, die ist jetzt nicht ganz so tragisch. Und dann werden wir jetzt hier vorne natürlich ein bisschen anders arbeiten, als wir das vielleicht bisher getan haben. Wir werden in der Art und Weise anders arbeiten, dass ich aus meiner Sicht sagen würde, wir würden hier vorne tatsächlich etwas kompakter bauen müssen. Wir setzen mal ein paar mehr Einwohner in unsere Stadt jetzt momentan. Das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, weil uns geht natürlich sonst irgendwann auch das Geld aus. Finanziell gesehen ist es zwar eigentlich noch alles ertragbar, aber ich will einfach verhindern, dass das in irgendeiner nahen Zukunft dann zum Problem werden könnte. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, der Weg hier vorne, der passt natürlich jetzt so nicht. Ist aber auch nicht tragisch. Doch, wir könnten hier vorne die beiden Häuser durch eine Kapelle ersetzen. Das wäre aus meiner Sicht sogar sehr sinnvoll. Die käme dann dorthin. Und wir könnten dann natürlich problemlos hier vorne den Weg einmal hochziehen und natürlich dann auch hier entsprechend ein bisschen anbauen. Wobei hier vorne, das macht gar keinen Sinn, was ich hier gerade gebaut habe. Können wir mal ganz kurz nochmal entsorgen. Wir müssen natürlich noch ein paar andere Dinge zur Verfügung stellen. Schauen wir mal ganz kurz, dass wir ein Wirtshaus oder sowas hier hinbauen können. Wo ist denn hier ein Plastik? Wo war denn jetzt das Wirtshaus nochmal drunter? Oh Gott, ich bin ja völlig da, ist das Wirtshaus. So, das Wirtshaus kommt natürlich hier hin. Also wir drehen das einmal kurz, das käme nämlich dann hier hin. Ja, setzen wir es mal dahin. Und wir könnten dann natürlich logischerweise auch noch so etwas wie eine Feuerwehr gebrauchen. Wir könnten dann auch noch entsprechend... Was ist das denn hier? Stimmt! Oh, ich bin ja ganz dusselig. Warum? Ach ja, es hat bestimmt schon irgendeiner wieder in die Kommentare geschrieben. Man kann ja mithilfe eines Turnierplatzes auch Ruhm erwirtschaften. Das erscheint mir auch sehr, sehr sinnvoll. Ich weiß übrigens, dass ich gerade unter die 30.000 gegangen bin. Aber es geht mir jetzt natürlich darum, dass wir hier in naher Zukunft einer ihrer Betriebe entsprechend, stellt keine Waren mehr her. Ja, weiß ich nicht, Optionen möglich oder uns ein bisschen was offen halten. Ich gucke mal ganz kurz, wir könnten natürlich problemlos, was könnten wir denn hier unten noch hinbauen? Eigentlich gar nichts. Komm, wir setzen erstmal ein paar Bauernhäuser noch hier hin. Das ist mir eigentlich ganz viel lieber, als dass ich jetzt hier anfange, irgendwas nicht so besonders sinnvoll damit zu machen. Und ich glaube ehrlich gesagt, wir können auch den Steinbruch hier vorne wieder hinbauen. Komm, was soll das denn? Der fällt ja kaum auf. Also das ist ja nun wirklich nicht tragisch. Was allerdings eher tragisch ist, ist, dass ich hier den momentan den Zugang zum Markt verwehre. Das wäre nicht sehr sinnvoll aus meiner Sicht, weil sonst gibt das gleich Revolte. So, und wir würden dann da und da nochmal ein Holzhaus hinsetzen. Und dann könnte man gucken, dass man... Ja, was, wo macht denn das Haus noch Sinn? Also da macht es nochmal Sinn und alles andere gucken wir dann später. Also würde ich jetzt hier eher so machen, dann würde ich noch gucken, dass wir hier vorne zwei Bäumchen hinsetzen können. Und wenn wir gleich nochmal Holz haben, können wir hier vorne einmal noch das Häuschen da hinsetzen. Da haben wir es und alles andere hier wird mit Bäumen zugekleistert, damit das hier nicht so ganz hässlich ausschaut. So, kostet natürlich ein bisschen Geld jetzt, ist mir schon klar, ich weiß, ja, ja, ja. Aber dafür haben wir dann hier vorne einer unsere Stadt ihrer ganz Betriebe schön. Stellt keine Waren mehr her. Warum stellt denn die Glasschmelze nichts mehr? Was ist denn hier los? Ist unser Lager so voll oder was? Hier ist tatsächlich wegen Überfüllung geschlossen gerade, hm? Oder wird das hier los? Ich glaube, die Marktkarren kommen einfach mir nicht mehr hinterher. Also Brot, ja, also ich glaube, wir müssen tatsächlich unsere Markthaupthäuser irgendwie mal in die Mangel nehmen. Kann ich hier nicht noch eins zwischenquetschen? Klar kann ich das. Dann machen wir das doch auch. Wir können hier vorne wieder zwei Bäumchen nehmen. So, dann habe ich nämlich zumindest noch ein Markthaupthaus mehr. Jetzt müsste ich mal gerade gucken, dass wir Holz kriegen, dass wir dann hier entsprechend natürlich in der Lage sind,
Ihre das Ganze zu erweitern. Sehnt sich nach Gemeinschaft. Oh, habe ich wieder einen vergessen, an den Marktplatz teilzunehmen zu lassen. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, Autosave. Ach, er hier. Ach ja, weil ich den Weg hier so doof gesetzt habe. Ja, gut, dann machen wir das noch so. Dann kriegst du hier vorne den Baum dahin und dann ist auch alles gut. Hey, ich habe gesagt, da soll ein Baum hin. So. Bevölkerung sollte glücklich sein. Wir haben eine neue große Gruppe dazu gewonnen. Unser Minus geht mittlerweile auch ins Plus über. Und mein Ziel ist jetzt natürlich zu gucken, dass wir hier vielleicht irgendwo... Ja, also mein Ziel war ja, ich glaube, ich hatte das so angesprochen, diese Köhlereien dann irgendwann durch eine Kohlemine zu ersetzen. Das ist allerdings momentan ja nicht einfach so machbar. Erstmal wird das jetzt geupgradet, damit ich hier ein paar mehr Marktkarren zur Verfügung habe. Und ansonsten wird jetzt natürlich alles zugeschmissen mit Bäumen. Warum mache ich das? Damit es schöner aussieht. Also hat eigentlich überhaupt gar keinen Sinn und keinen Zweck, außer dass es halt eben irgendwann ein bisschen besser aussehen sollte. Was macht denn Sinn aus meiner Sicht? Aus meiner Sicht macht es auf jeden Fall Sinn, hier oben schon mal ein Markthaupthaus hinzusetzen. Das hat einfach nur den Grund, dass ich jetzt hier dann diese Küste zur Verfügung habe. Und wir machen Plus, meine Damen und Herren. Die Anzahl der Bauern steigt auf ein akzeptables Niveau. Die Bevölkerung eines Konkurrenten ist zur nächsten Zivilisationsstufe aufgestiegen. Jawohl, wir haben damit die nächsten zu einer höheren Zivilisationsstufe und wir wollen natürlich dann irgendwann, dass wir das auch zur Verfügung haben. Ist ja ganz klar. Jetzt müssen wir natürlich gucken irgendwann, wie viele Häuser können wir hier haben. 59, also wir können hier auf jeden Fall noch einiges erweitern. Ich muss mal gucken, was ich hier mache. Also die Bauern hier oben, die können wir auf jeden Fall erweitern lassen. Das ist ganz klar. Das sind auf jeden Fall Bürgerhäuser hier oben. Das ist klar. Das wird auf jeden Fall aufsteigen. Ey, habe ich das? Achso, ich habe kein Holz. Jetzt habe ich wieder Holz. So, du darfst auf jeden Fall aufsteigen. Und was mit dem Rest ist, müssen wir dann später mal ein bisschen gucken. Ne, wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir ein bisschen was zugange kriegen. Wir haben auf jeden Fall... Bedarf an allem Möglichen. Also ich kann mal ganz kurz schauen. Wir haben Bücher und sowas. Wir sind auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht ausgestattet. Wir sollten eigentlich alles da haben. Ich möchte mal ganz kurz noch auf ein Thema ansprechen, was ich, ich sag mal, aus Gründen immer ganz gerne mache in Zukunft. Wir haben so viel Platz auf dieser Insel. Es gibt ja momentan, für diejenigen vielleicht, die Anno 1404 nicht gespielt haben, es gibt kleine Lagerhäuser, die habt ihr mich ja schon bauen sehen ohne Ende. Diese kleinen Lagerhäuser haben einen Vorteil, die sind überall flexibel einsetzbar. Es gibt aber noch was anderes, es gibt große Lagerhäuser, die ersetzen, also die erhöhen die Kapazität, glaube ich, um 40 Tonnen pro Lager. Und ich habe so viel Küstenlinie, ich mache das schon mal, dass ich dann tatsächlich etwas ausraste und durchaus verdammt viele Lagerhäuser natürlich optisch auch ansprechend dann in die Landschaft setze, sodass ich hinterher ein Lagervolumen habe zum Teil. Es gibt ja sogar noch etwas, das darf ich auch noch erzählen. Der Sultan erlaubt es gibt nicht nur große Lagerhäuser, sondern es gibt sogar hinterher ein ganz großes, ein Lagerkomplex, ich habe das Wort dafür vergessen, das man da bauen kann, wenn man Adelige hat. Da sind wir ja quasi kurz vor, wir könnten ja jetzt jederzeit upgraden. Ja, wie soll ich sagen, also das sorgt so ein bisschen dafür, dass man dann unendlich viel mehr Kapazität in seinem Lager hat und das ist etwas, was ich immer schön finde, wenn ich dann hinterher momentan unsere Lagerkapazität, ich weiß nicht wie hoch die ist, 125 Tonnen passen momentan rein, wenn ich wirklich das möchte, kann ich hier auf, ich glaube, 1000 Tonnen hocharbeiten oder sowas und das mag ich auch ganz gut, weil ich habe immer ganz gerne ein richtig großes Lager auf richtig viel Vorrat, einfach aus dem Grund, weil ich ein großer Freund davon bin, dass man halt eben die Möglichkeit hat, sich so ein bisschen anzupassen, beziehungsweise auch mal ein bisschen auf lange Sicht hinweg, wie soll ich sagen, auf lange Sicht hinweg dann so ein bisschen auf Vorrat irgendwas zu haben. Dass ich mich tatsächlich auch mal eine Zeit lang gar nicht um diese Industrien oder sowas kümmern muss, sondern dass ich Helft einfach die... Helft mir hierbei. Hä? Der Sultan wird davon erfahren. Eine Hexe zum Konto bringen. Nee, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das ich mal war eben wohl so zu machen. Voreilig. Ja, es tut mir leid. Also irgendwie, das auf jeden Fall, so ein großes Lager irgendwann zu bauen, das wird auf jeden Fall schön werden. Also da freue ich mich schon drauf. Und was wie gesagt jetzt meine Priorität Nummer 1 ist, ist eigentlich, dass ich irgendwo so einen gottverdammten Turnierplatz mal hinbauen wollte. Den gibt es aber sogar schon hier, ne? Also wir könnten hier für 10 Tonnen Holz, wenn wir die denn in 40 Jahren irgendwann haben, wir könnten ja natürlich auch ein bisschen nachhelfen, so ist ja nicht, ne? Wir könnten ja hier noch, ich meine, der hier oben hat ja eh nichts zu tun, da können wir auch Holzfällerhütten ohne Ende beistellen. Der hat ja eh nichts zu tun, ne? Das ist ja problemlos möglich, hier dann so ein bisschen zu erweitern. Also für 10 Holz, wie groß ist denn so ein Turnierplatz eigentlich? Das könnten wir ja mal gerade nachgucken. Der passt problemlos hier in die Mitte in so ein Feld rein.
Also da werden wir auf jeden Fall was mitmachen. Oder ich setze den hier schön an. Kann ich den hier hinsetzen? Baubereich ist geblockt. Ah, schade. Das wäre so schön, wenn er dahin gepasst hätte. Naja, vielleicht bauen wir den auch einfach hier unten mit bei. Das wäre ja eine Option, ne? Aber ich habe jetzt hier leider Gottes alles zugebaut. Naja, wir schauen mal. Also ein Turnierplatz, der muss jetzt auch nicht ganz an der Stadtmauer stehen. Da baue ich den dann doch lieber hier vorne irgendwo mit bei. Das erscheint mir sinnvoll. Die Kirche hat ja hier sowieso so einen großen Radius, dass ich so manche von diesen Kapellen eigentlich nicht mehr brauche, ne? Ich meine, die haben ja ein Bedürfnis nach Glaube, das ja die Kirche zum Großteil erfüllt. Also eigentlich, hier vorne, was ist hier mit los? Die Kapelle kann ich hinterher hier vorne wieder hinsetzen. Komm, was soll das? Also, wir machen hier vorne erstmal einen Terminplatz, genau. Ah, oh, verdammt, das passt ja doch nicht. Ach, schade. Das wäre jetzt natürlich cool gewesen, wenn das jetzt ja genau hingepasst hätte. Aber wir kriegen das hin. Also einen Turnierplatz irgendwo hinzusetzen, das sollte aus meiner Sicht machbar sein. Schauen wir mal, wo das am besten geeignet wäre, den hinzusetzen. Ja, schauen wir mal. Also hier, passt er denn da hier? Da passt er hin. Ja sicher, passt er da hin. Ihr beiden kommt mal da weg. Wir machen hier einen Turnierplatz hin, meine Damen und Herren. Warum passt er denn so rum nicht? Doch, da passt er doch. So, dann müssten wir hier vorne nochmal das Haus abreißen, weil ich ganz gerne ein bisschen Weg oder Platz davor hätte, vor diesem Turnierplatz. Die Ritter sind begierig, ihren Kampfesmut unter Beweis zu stellen. Ja, wunderschön. Und natürlich werden wir das hier sofort erst einmal upgraden. Endlich wieder was Anständiges auf dem Tisch. Sonntags endlich wieder was Anständiges auf dem Tisch. Ja, das finde ich auch. Haben wir jetzt 56 von 56 Bürgerhäusern. Das ist gut. Eure färöische Bürger werden mal zurückgefahren und die Bürger müssen einziehen in die Häuser. Was hast du denn für ein... Nein, du hast keine Probleme. Veranstaltet ein Turnier zum Gaudium des Volkes. Ja, wir werden gucken, was wir für ein Turnier veranstalten können. 15 Werkzeuge, 30... Ja, so ein mittleres Turnier, ein stattliches Turnier können wir durchaus ausrichten für 4000 Goldmünzen. Gut, wir haben jetzt momentan leider ein bisschen wenig Geld. Vielleicht sollte ich dann noch ein paar Sekunden mit warten. So dringend brauchen wir den Ruhm ja jetzt gerade nicht. Also Ziel Nummer 1 ist... Wir müssen erstmal Hauptsache Leute hier in diese Zivilisationsstufe reinkriegen. Mehr Bewohner in unsere Stadt, das ist erstmal Ziel und Zweck Nummer 1. Wir haben jetzt 103 Dollar plus, das ist natürlich nicht so besonders viel. Was bist du denn hier überhaupt? Der Kapitän ist William van der Markt schon wieder. Euch gebührt mein aufrichtiger... Ja, danke fürs Geld, ich brauche noch mehr. Was bist du? Kleines Kriegsschiff, ach auch von ihm. Okay, kein Thema. Wir können irgendwann Bücher verkaufen, wenn wir denn ausreichend Menge an Büchern zur Verfügung hätten. Bücher verkaufen sich nämlich relativ gut aus meiner Sicht. Die Druckereien, ja, ein jetzt, gutes Geschäft. Ich habe die jetzt überall so verteilt. Schauen wir mal. Oder wir können die hier unten noch mit beisetzen. Aber hier unten, den Platz möchte ich mir lieber offen halten für irgendwas wie so einen Schuldturm zum Beispiel. Den kann man hier unten nämlich zum Beispiel wunderbar hinsetzen. Wir können den natürlich genauso gut in irgendeine andere Stelle setzen in unserer Stadt. Ist ja kein Thema, um einfach hier auch so ein bisschen Möglichkeiten zu schaffen. Der Schuldturm, der hier steht, der nimmt das ja schon relativ in Anspruch. Schauen wir mal ganz kurz, was wird der kosten? Ja, 24 Glas, 60 Tonnen, ziemlich viel zu tun. Schauen wir mal ganz kurz, was hier unten noch zu tun ist. Die Glasschmelze hat keinen Quarz mehr, weil ich den Quarzbruch stillgelegt habe. Daran liegt das momentan. Bei Allah, gewährt mir eure Unterstützung. Ein fleißiger arbeitet, bittet Sie um Hilfe, stellen Sie Folgendes in Ihrem Konto, 10 Tonnen Lederwämser. Ja, das können wir mal gerade mit unserem Spezialschiff machen, also unserem Schiff für Spezialaufträge. Ja, kein Problem. Brauchen wir unten noch irgendwas? Jo, Werkzeug brauchen wir. Ne, nicht Bier, Werkzeug. Werkzeug brauchen wir noch ein bisschen, das kann auch mit hier runter, für den Fall, dass wir da ein bisschen was in Zukunft noch nutzen wollen. Du kannst aber mal aufsteigen, aus meiner Sicht. Das wäre sehr sinnvoll, weil hier, wie gesagt, sonst irgendwann nicht mehr hinterherkommt. Der braucht auch Quarz. Ich hatte den Quarzbruch, glaube ich, irgendwann mal stillgelegt, weil wir ja so unfassbar viel Quarz hatten, dass ich das erstmal abarbeiten wollte. Ja, da sitzen immer noch mehr Menschen drin und wir haben jetzt hier Bürgerhäuser ohne Ende. Die zahlen auch wieder ganz normal, also Bauernhäuser ohne Ende, die zahlen ganz normal Steuern. Und die Patrizier, die könnten natürlich jetzt jederzeit aufsteigen zu Adeligen. Adeligen zahlen relativ viel Geld. Aber, warum ich jetzt so zögere, die Adeligen kann ich kaum in einer... Ja, die kann ich kaum glücklich machen. Weil die ja nicht mehr aufsteigen können, haben sie diesen dicken grünen Balken weg. Ne, das heißt, entsprechend... Das ist ja quasi die finale Bevölkerungsstufe.
Da müssen wir ein bisschen vorsichtig mit sein, mit denen immer, weil das können schon mal Experten sein. Allerdings, Patrizia, aus meiner Sicht, gerne. Ich brauche mehr Patrizia, die zahlen nämlich doch ein bisschen mehr Steuern. Da sehe ich doch noch Zukunft. Da sollten wir uns auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Ich denke, dass hier die meisten von denen auch aufstiegsbereit sind. Ja, da geht's los. Kümmern wir uns gleich drum, sobald wir diesen Auftrag mit Lederwämsern hier erfolgreich abgearbeitet haben. Sollte also kein Thema sein. Wir haben ja hier auch diese ganzen Lagerhäuser hingesetzt, weil wir uns natürlich da irgendwo drum kümmern wollten. Ach, schön. Wir müssen ja hier unten auch noch eben logischerweise mit der Zivilisation aufsteigen. Das heißt, hier müssen wir natürlich auch Aufstiegsrechte dann entsprechend irgendwann mal freigeben, dass wir da entsprechend uns höher arbeiten können. Das kommt erstmal ins Lager und das auch. Und ihr habt euch wirklich haben wir uns für mich hier erfolgreich erledigt. Schön, wir haben Glas gekriegt. Glas können wir gebrauchen. Die 30 Tonnen Glas, die nehme ich mir natürlich auch sofort mit. Ist ja gar keine Frage. Die können dann hier vorne mal eben zu der Schiffswerft zurückfahren. Und ich muss natürlich jetzt gucken, wen lasse ich aufsteigen, wen lasse ich nicht aufsteigen. Hier im Stadtinneren, ich glaube, da ist die Argumentation relativ einfach. Wir wollen ohne Ende Patrizier in unserer Region haben. Die sollen ja auch einsteigen oder aufsteigen können sofort. Und jetzt müsste ich hier eigentlich mal ganz kurz gucken, ob wir nicht hier ein Zimmermannshaus lieber hinsetzen. Das sollte eigentlich dann kein Thema mehr sein. Wo ist der denn? Hier ist er doch, glaube ich, bei, ne, der Zimmermann? Ja, das Zimmermannshaus kommt mal damit bei. Dann kann der sich nämlich um diese Rußbildung kümmern. Hast du denn? Ne, der ist nicht mehr im Einzugsbereich. Hier oben müsste ich nämlich auch nochmal irgendwo einen hinbauen. Ich will das einfach, ich finde das immer so hässlich, wenn da diese... Oh, das hat sich ja nicht gelohnt. Setzen wir da mal wieder ein normales Haus hin und, ja, dann bist du jetzt halt mal fertig, ne? Der Zimmermann hier, der kann das ja auf jeden Fall alles abdecken. Ne, kann er nicht. Ist ja voll ärgerlich. Also in Anno 1800 hat man zumindest den großen Vorteil, dass natürlich Gebäude verschieben kann. Das können wir jetzt momentan leider noch nicht. Grandioses Gespür dafür, so, lassen wir das Ganze mal aufsteigen hier logischerweise. Ich will ja doch irgendwie dafür sorgen, dass die hier alle möglichst glücklich werden. Ich weiß nicht, wie viele Patrizierhäuser können wir uns noch leisten? Jetzt sind alle voll, okay. Damit können die Bürger runter und du musst mal aufsteigen hier. Also ich versuche natürlich so eine möglichst, ja, wie soll ich sagen, flache Struktur zu schaffen. Diese flache Struktur heißt, ich möchte irgendwie dafür sorgen, dass nicht ein Bauernhaus neben einem Haus des Adeligen steht, weil das ist natürlich in keinster Weise realistisch. Was ich mir vorstelle, ist übrigens, dass wir hier dieser Insel diese Stadt haben, die dann hier vorne irgendwann an diesen Feldern hier auch enden wird. Also hier kommt noch ein bisschen Bauerbevölkerung hin. Und was wir dann in Zukunft haben werden, ist vor allen Dingen eine andere Sache. Und zwar werden wir vermutlich, wenn es denn noch nötig sein sollte, hier oben irgendwo mal ein Örtchen gründen, also einen Marktplatz setzen und dann natürlich entsprechend, weiß ich nicht, zwei oder drei, vier, fünf, sechs Bauernhäuser drumherum, also so, weiß ich nicht, 10, 20 Stück, wo wir dann natürlich auch die Möglichkeit haben, dann diese Bauern outzusourcen, wenn man so möchte. Du darfst aufsteigen, richtig. 45 von 45, damit sind die Bauern jetzt, die müssen auch immer noch eher einsteigen, richtig, die müssen auch noch rein. Da müssen auch noch welche zu und hier auch. Also wir haben momentan natürlich die Steuerlast völlig ja, in Richtung Schenkung eher unterwegs. Aber ist ja auch in Ordnung. Wir müssen halt eben dafür sorgen, dass die erstmal einsteigen können hier. Und dass wir mehr Leute haben, die hier wohnen können. Lederwämser sieht gut aus. Wir haben nur das Problem mit Fisch momentan, sehe ich. Ja, ich habe es befürchtet. Ich habe es nur nicht für möglich gehalten, dass das so schnell zum Problem wird. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es eine ganz gute Idee ist, wenn wir jetzt mal die gesamte Fischflotte hier unten hin packen, dass der hier mal ein bisschen was zu tun hat. Das erscheint mir sinnvoll. Oh, danke, der hat mir 10 Tonnen Glas abgekauft, die ich gerade quasi geschenkt gekriegt habe. Für 1700 Goldmünzen. Das war auch notwendig. Und wie gesagt, hier mit den ganzen Rumgeangel, das werden wir sicherlich in naher Zukunft mal problemlos in den Griff kriegen können, dass sich das ein bisschen ändert. Schön, also mir gefällt es. Dieser Schuldenturm hier vorne, da können wir vielleicht noch was anderes mitmachen, sobald ich das Baumenü für die Adeligen freigeschaltet habe. Das sollte also kein Thema sein und ich warte jetzt gerade auch wegen dem Turnier jetzt lieber noch darauf, dass wir irgendwann mal die 30.000 wieder zusammen haben. Das dauert nicht mehr so lange. Schließlich ist Geben seliger denn nehmen. Ach ja, du willst, dass der Bündnisvertrag bestehen bleibt. Seht ihr? Also mit den 30.000 Euro, da werden wir noch ein bisschen warten müssen, bis wir die wieder im Vorrat haben. Ansonsten, ich würde sagen, wir haben eigentlich eine sehr gute, einen sehr guten Zustand erstmal erreicht aus meiner Sicht. Ein Turnier. Heißt, das hier unten bleibt erstmal Bauerneckchen, da lässt sich erstmal nichts dran machen. Wie gesagt, Fisch geht momentan zurück, Lager leert sich, eine Tonne ist nur noch drin. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen sieht das erstmal ganz zufriedenstellend aus, so wie wir hier gerade unterwegs sind. Heißt für mich, wir sehen uns, wenn ihr mögt,
in der nächsten Folge wieder. Die kommt dann am Donnerstag heraus, immer um 12 Uhr mittags um den Dreh. Bis dahin, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an dieser Episode wie ich. Anno ist auf jeden Fall gerade eines meiner Lieblingsprojekte auf diesem Kanal. Es macht einfach riesig Spaß, das hier zu gestalten. Hätte ich viel früher machen können, habe ich aber noch keine Zeit zugefunden. Was will man machen? Danke fürs Zuschauen, wirklich. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, in genau der nächsten Episode wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.